Donald Berger und Dani Affolter, die tut hier in der Stadt Milch vertreiben, direkt. Wie ist das dazu gekommen? Das ist echt eine kurze Geschichte. Und zwar wollte ich hier mein Kaffee auftun, Selbstständigkeit machen. Und die eine Idee war, eben keinen Abfall zu produzieren und direkt von einem Bauern Milch beziehen und quasi den Zwischenhändler auszuschalten. Dann bin ich zum Donut gegangen, wo ich Fragen hatte wegen einer Flasche bedrucken, weil er ja schon lange mit seinem Öpfelmost dran ist. Dann hat er gesagt, hey, findet der super, hat er auch schon lange machen wollen, wir machen es zusammen. Und dann habe ich da ein bisschen den Milchbauern telefoniert, bin ich dann schlussendlich auf den von Oberwangen gekommen, wo meine Heimatstadt ist, sozusagen Heimatdorf. Und dann ist er dazugekommen. Jetzt haben wir die Milch hier. Ja. Genau. Ich habe das Öpfelbund seit 6 Jahren, das Kaffee Lengas. Wir lassen einiges an Milch raus jeden Tag. Wir haben den Abfallberg wirklich extrem auf den Nerven von diesen Tetra-Pack und von diesen Pet-Beuteln. Und dann, als Dani kam, für sein Eiskaffee Milch braucht und schon den Bauer hat, der pasteurisiert, habe ich gefunden, komm, dann lancieren wir die Milch. Dann haben wir 3 Punkte, die uns wichtig sind, nämlich kein Abfall, weil die Glasflasche zurück zum Bauer geht, ausgewaschen wird oder gefüllt wird. Wir haben einen Bauer mehr gezahlt. Wir zahlen einem Bauer 25% mehr als der A-Milchpreis ist. Der Nachbarsbauer von Stefan Gilgen, der Kühe hat, ist Frank Baumann, der Bauernhofglassen produziert. Darum pasteurisiert er, weil er für seine Glassen Milch braucht. Er konnte uns pasteurisieren. Und der dritte Punkt ist einfach die Lokalität. Also, du bist 9,5 km von Lengas entfernt. Das heisst, ich spare die Hälfte am Weg von dort, wo ich bis jetzt an Milch bezogen habe. Okay, spannend. Also das heisst, ihr braucht einerseits im Kaffee die Milch, brauchen, aber auch vertreiben über die Läden. Und, also wer sind denn eure Kunden? Ja, wir haben jetzt erst angefangen vor ein paar Wochen. Wir sind langsam am Auffahren, dass alle nachher mögen, dass wir kleine Fehler ausbaden können. Und der ist jetzt zum Start natürlich beim Dani hier, bei Schüssgab, beim Enrico im Guaffa-Geschäft, in Lorenenstrasse. Nachher haben wir es im Öpfelbau, in Lengas. Und weitere wären jetzt zum Beispiel Breitsch Lorraine, ist das Barbier oder das Capitaine, das Hotel Alpenblick, gerade im Botanischen Garten, das Café Fleury. So haben wir ein paar Betriebe, die mit uns gestartet haben. Und jetzt sind wir das nach diesem Namen aufgefahren, dass es mehr Betriebe wären. Wo was zahlen die Betriebe für die Flaschen? Wir verkaufen die Milch, also 85 Rappen geht an Stefan, der die Milch hat. Dann 65 Grappa an Frank, der pasteurisiert und auf seiner Ausliefertour, die er sowieso hat mit seinen Produkten vom Bauernhof, das Ganze ausliefert. Und dann sind wir bei 1,50, wo die Zwerge kommen. Und wir verkaufen es für 1,70 weiter an sei es Läden, die es weiterverkaufen oder an Gastronomen. Und wenn wiederum die Gastronomen oder die Läden finden, sie wollen es am Endkonsument verkaufen, kostet die Milch im Laden 2 Franken. Und dann ist noch 2 Franken der Bauer. Okay. Das heisst, wenn ich jetzt Milch bei euch möchte beziehen, zahle ich 2 Franken pro Flasche, wo es 2 Franken Depot hat. Genau. Hättet ihr auch so ein kleines, so ein kleine Vision oder ein kleines Ziel, wie viel Milch das ihr wollt mal verkaufen? Das ist jetzt der Start, unbedingt, oder? Unbedingt. Ja. So schnell mehr weg. ja, das Ziel wäre schon, dass wir recht bald bei 1000 Liter pro Woche sind. Momentan sind wir schon bei 300 Liter, also ich denke, das ist ein realistisches Ziel für die nahe Zukunft. Und wenn ihr dann wachsen, mit weiteren Bauern auch arbeiten, oder? Das ist definitiv denkbar, ja. Aber dann würden wir das sicher auch immer vor Ort anschauen. Also, wenn man zum Beispiel plötzlich mal das Ganze zu Thun möchte stemmen, dann würde man nicht die Milch von Bern nach Thun, sondern dann würde man wiederum zu Thun direkt vor Ort etwas bekommen, zum Beispiel zu machen. Okay.